Ja, während Aurelia über das Mieten nachgrübelt, sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sims 4 zu vermieten. Wir werden heute etwas sehr Cooles machen, denn wir werden einbrechen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir in ein kleines Häuschen einbrechen werden. Ja, von dem lieben Tobias, der soll nämlich hier wohnen, Wagner, genau. Hier ist auch noch nämlich eine Wohnung frei. Und ich möchte da jetzt ganz gern einmal hinreisen. Moment, da wohnt Tobias Wagner. Da wohnt unsere Freundin Selina, glaube ich. Die Einbrüche werden immer mehr in Tomarang. Genau deswegen versuchen wir jetzt hier einfach mal einzubrechen. Die Einbruchsserie startet, Freunde. Und ich habe noch nicht mal geguckt, ob jemand zu Hause ist. Wir spielen einen Toilettenstreich. Was machen wir? Wir spielen ihm einen Toilettenstreich. Meine Damen und Herren, so sieht's aus, wenn man in eine fremde Wohnung einbricht. Okay, oh mein Gott. Wir wurden erwischt, Leute, beim Einbrechen. Oh mein Gott. Wir haben ihn fertig gemacht. Ja, suchen zu plaudern. Er mag uns gar nicht mehr. Er mag uns gar nicht mehr. Entschuldigen. Bringt Entschuldigen an der Stelle noch irgendetwas? Ich glaube nicht, dass er uns verzeiht. Ja. Das war's dann wohl mit der guten Freundschaft. Oh shit. Erstmal ein Erfrischungsgetränk nehmen nach diesem Einbruch. Das war ja anstrengend. Der Vermieter war eher hier nah. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Das müssen wir machen, damit wir hier weitermachen können. Sehr gut. Etwas während eines Notfalls oder Wartungsereignisses reparieren. Ein nachbarschaftliches Mitbringen, Buffet oder Poolparty-Ereignis veranstalten. Eine Annehmlichkeit des Gemeinschaftsbereichs nutzen. Was ist denn der Gemeinschaftsbereich eigentlich? Wartet mal, wir sagen ihm, er soll, kann er mal aufhören? Inspektion. Gemeinschaftsobjekt. Das sind die Gemeinschaftsobjekte. Kannst du da mal bitte nachgucken? Einen kleinen Grill. Wir kaufen einen kleinen Grill. Und wir bauen das hier mal so ein bisschen um. Garten, Sitzgelegenheit, was ist denn das hier? Ach, das sind hier für Haustiere. Alles klar, alles klar. Ich möchte gerne hier. Ich möchte eine ganz normale. Das ist ja süß. Ganz normalen Tisch auch gerne haben, wenn das geht. Gut. Hier. Wir müssen ein Mitbringen, Buffet oder Poolparty. Okay. Annehmlichkeit des Gemeinschaftsbereichs nutzen. Zielt das? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, daraus wird kein Raum. Könnten wir das so lassen? Sieht trotzdem besser aus mit dem Zaun hier. Aber dann haben wir zumindest den Grill schon mal, der im Gemeinschaftszentrum steht. Ja, dann nutzen wir das doch einfach mal. Und gucken, ob das was bringt. Oh mein Gott! 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 Lösch dich! Selbst löschen! Oh. Mein Gott. Wir haben uns einfach selbst im Brand gesteckt gerade. Da kommt sie. Okay. Neuer Versuch. Ready. Jetzt bringt sie das natürlich auch zu sich rein, weil sie das ja gegrillt hat. Aber es zählte zu zweimal. Wer war denn hier drin und hat Wasser getrunken? Kann man mal bitte alles aufräumen? Gut aus. Ja, sie kann gerne vorbeikommen. Let's go. Dann warten wir noch mit dem Essen, wenn sie gleich vorbeikommt.
Warten wir. Gar kein Problem. Ach, guck mal, unser Nachbar kriegt auch Besuch. Oder wer ist er? Alon Sadie. Wer ist Alon Sadie? Hereinbitten. Aelin. Aelin oder Alon? Ja, dann lasst uns doch mal alle rausgehen hier und da sitzen und plaudern. Das ist doch gut. Einfach mal am Abend zusammensitzen und plaudern. Finde ich richtig gut. Genau. Übers Kochen reden. Lustige Geschichte erzählen. Über Nachbarn tratschen. Unbefragt, ungefragt Ratschläge geben. Nach Geheimnissen schnüffeln. Geht, das war ihr. Okay, die stehen beide auf und gehen. Was zum. Sie fangen einfach an zu flirten. Okay, wow. Ist das euer. Also. Bitten eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen? Was? Ich möchte nicht. Also nein. Warum möchte sie das? Skandalöse Frage stellen. Witz über Aliens machen. Geheimnis über Alon erfahren. Verfrischter Obstkuchen. What? Einen neuen Nachbarn willkommen zu heißen, sollte eigentlich eine spannende Sache sein, aber für mich wurde es einer der peinlichsten Tage meines Lebens. Ich meine, man muss einen neuen Nachbarn einfach mit einem Obstkuchen willkommen heißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dies nicht zu tun. Wie sonst soll man denn dazu beitragen, dass er sich in seinem neuen Zuhause wohlfühlt? Aber an diesem Tag trug ich einen der schlechtesten Obstkuchen. Bug? Backte. Bug. Ich habe es noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich bug dort einen Kuchen. Dadurch Reparaturtipps geben. Und Fotos teilen können wir mal machen. Guck mal da, Fotos. Da habe ich den Typen ausspioniert. Siehst du, genau da. Wie peinlich. Okay. Ja, okay. Nach Hobbys fragen, über Kochen reden. Da macht jemand Sport, ist auch richtig gut. Okay, genau, dann geh mal die Toilette verwenden. Die Getränke, die können wir wirklich mal wegschütten. So, sie geht. Warum muss sie denn immer an ihrem Handy sein, wenn sie? Okay, gut, sehr gut. Alles Weitere kam wieder in den Kühlschrank. Wir haben jetzt auch. Wir haben gute Sachen dabei. Benutzt trocken und warm. Das ist jetzt sehr unbefriedigend. Wir haben gerade eine Nachricht bekommen, dass uns irgendjemand verabscheut. Oh wow. Hier, das machen wir. Gastgeberin bin ich. Also sind wir, meine ich. Wir laden natürlich unsere engsten Leute hier ein. Den Vermieter laden wir ein. Die Omi. Alon. Ihn hier, er wohnt ja oben. Ja. Gast, wie Gast. Mitbringbuffet, Teilnehmer. Drei erforderlich. Ach so, drei erforderlich nur. Oh ja, dann möchte ich, dass die Oma was mitbringt. Der Vermieter. Und die Lien von oben. Und als Gast nehme ich die hier noch mit auf. So. Und Tobias, den laden wir auch ein, weil wir möchten uns von ihm, also bei ihm entschuldigen, meine ich. Wir könnten natürlich auch die hier einladen, aber ich lasse es erstmal so. Genau, hier möchten wir das machen. Let's go. Mitgebrachte Gerichte essen. Dann Kompliment über mitgebrachtes Gericht machen. Gäste zum Essen rufen. Gast fürs Kommen danken. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Wo sind denn die Leute? Nein, sie geht jetzt. Kocht sie jetzt etwa? Nein. Oh mein Gott, sie hat sich einfach was zu essen genommen. Das wollte ich so nicht. Ich wollte das nämlich jetzt hier öffnen. Und dann wollte ich hier draußen die ganzen Gerichte platzieren, die man sich halt nehmen kann, die sie noch so gekocht hat. Guck mal, das einfache Waffeln. Ich wollte hier nämlich die hier. Die Kürbisdinger. Die wollte ich noch quasi hier mit hinpacken. Mitgebrachte Gerichte essen.
Zum Essen rufen. Das können wir nämlich mal machen hier draußen. Zum Essen rufen. Vielleicht bringt die Omi, warum kommt die Omi im Badeanzug? Das ist jetzt die Frage. Da ist das mitgebrachte Gericht. Ja, stopp. Und jetzt zum Essen rufen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Okay. Ist das, was ist das? Ah, Reis mit Kokosmilch. Pandanblätter. Diese Kombination wird dir schmecken. Sehr gut. Hier, können wir Kompliment machen über das mitgebrachte Essen? Komplimente über mitgebrachtes Gericht machen. Let's go. Oh wow, mach ihr ein Kompliment. Ah, okay. Wie wär's mal mit was anziehen, Junge? Haben wir ein Kompliment gemacht? Ja, Gast willkommen danken. Anbrüllen, was ist denn los mit ihm? Komplimente über mitgebrachtes Essen machen. So. Können wir willkommen danken? Oh wow, sie hat einfach einen Regenbogen. Was? Ach, sie erzählt gerade eine Geschichte. Ach so. Ich habe mich gerade schon gefragt, was abgeht. So, jetzt sehe ich hier alle. Kokett ärgern. Ich wollte eigentlich nur tratschen. Andere Sims. Verkuppeln mit. Ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht verkuppeln, aber ich wollte ihm willkommen danken. Freundlich. Smalltalk. Tratsch, Zuwendung. Mit Sims tratschen. Oh, willkommen danken haben wir schon gemacht. Kompliment über mitgebrachtes Gericht. Können wir über irgendwas tratschen? Komplimente können wir nicht geben. Interessen. Können wir tratschen? Da ist Tratsch. Nach Geheimnissen schnüffeln. Das wollte sie ja sowieso. Sie wollte ja eh schnüffeln. So. Und dann aufräumen. Okay, und ich glaube, dann haben wir es fast. Dann wird das, glaube ich, denke ich mal, ein voller Erfolg. Vielleicht bekommen wir dann ja sogar diese Grilleinheit oder so. Erzählen wir doch einfach mal allen in der Runde so ein bisschen zumindest, was macht. Sie hat hier gerade, diese Saphira, ja, Saphira, hat einfach Cedric ausspioniert. Sie hat gerade an ihn gedacht. Oh mein Gott, Serafina, sag mal, was macht er denn? Er hat sich einfach mal so richtig assi auf unsere Couch gepflanzt. Ja, super. Er sieht auch richtig unglücklich aus. Warum ist er, warum sind die eigentlich, sind die? Nee, die sind nicht verwandt. Wirf mit Konfetti um dich. Sie machen einfach alle mit, ist das cool. Oh mein Gott, die bändeln ja super an. Guck mal, die Oma freut sich total. Also die beiden haben sich ja irgendwie gefunden, ne? Aber sie hat auch schon den anderen angegraben. Was können wir dann mal machen? Romantik. Oha, oha. Und was macht sie jetzt schon wieder? Die haben sich geschubst gerade. Er betatscht ihn auch die ganze Zeit, dann wäre ich auch sauer. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Es ist dreckig. Jetzt mögen sie sich wieder. Na Gott sei Dank. Die spioniert gefühlt allen hinterher. Jetzt ist es er. Vorhin war es Cedric. Danach war, glaube ich, Alon das Ziel. Und jetzt unser Vermieter. Würmer, ich weiß, dass du allen nachspionierst. Ich krieg das mit. Warum sitzt er in unserem Schlafzimmer? Geh bitte raus. Danke. Was macht sie jetzt? Die beiden, ne? Die waren doch letztens schon bei mir. Wendeln die jetzt wieder an, oder was?
glaube, die finden sich gar nicht so schlecht. Echt, warum gehst du jetzt? Warum geht ihr jetzt in mein Schlafzimmer? Hallo? Bitte nicht in meinem Schlafzimmer irgendwas machen. Bitte nicht. Der ganz grillen. Oh mein Gott, die Omi flirtet mit irgendjemandem. Ich weiß nur gerade nicht mit wem. Ah, mit ihm hier. Also mit Cedric flirten gefühlt alle. Cedric ist irgendwie der Dude hier im Viertel, den alle Weiber mögen. Cool, und jetzt gehen alle. Okay, ja, es hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Erpressen. Oh mein Gott, ich hätte ihn erpressen können. Ja, Selina hier. Bitten nur Freunde zu sein. Sie möchte ja irgendwie so ein bisschen mehr von uns. Wir sagen jetzt, wir möchten nur Freunde mit ihr sein. So, ich meine, sie ist halt eine gute Freundin. Sie ist auch manchmal ein bisschen komisch. Aber... alles klar. Danke. Noch irgendwer? Jetzt ruft Cedric an. Was ist los? Kurze Frage. Ava, Hayo und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Kenne ich nicht, glaube ich, die Person. Also, Wasserleck? Wir haben ein Wasserleck? Wo haben wir ein Wasserleck? Wo haben wir ein Wasserleck? No. Oh no. Wasserleck. Oh, doof. Reparieren. Reparieren. Und hier Reparaturservice engagieren. Eieiei. Ich bin jetzt aber gespannt, ob das zählt. Wenn wir das jetzt reparieren, dann müsste das auch eigentlich zählen. Let's go. Rein theoretisch könnten wir es natürlich auch selber reparieren. Ja, dann reparieren wir das jetzt auch selber. Waschbecken-Typ bestimmen. Was? Über Zustand beschweren bei... Das sind alles nicht die Vermieter. Reparieren. Schnell reparier's. Und danach bitte alles aufwischen, was geht. Ach, du Heilige. Und dann... Wasserflecken. Ja, komm, das machen wir jetzt mal weg hier, den Liebestag. Und dann Wasserflecke. Aufwischen. Alles, was geht. Wurde es aufgewischt alles? Ja. Wie ihr seht, es bleibt spannend. Wir von Folge zu Folge haben wir immer wieder neue Sachen. Ich gucke jetzt gerade mal in mein Haushaltsinventar. Wir haben angeblich einen Grill geschenkt bekommen. Was ist das denn? Ah, okay. Okay. Dann lass uns doch mal den hier verkaufen. Und den dafür hier aufstellen. Ja, das finde ich gut. Den können wir dann ja auch irgendwann wieder mitnehmen. Im gemeinschaftlichen Ereignis haben wir dieses wunderbare Teil nun gewonnen. Deswegen ist es auch weiterhin für die Gemeinschaft. Hier können wir mal den Müll leeren. Und dann können wir... Wir haben doch gerade was gegessen. Wieso hat sie denn immer noch Hunger? Nimm dir mal Reste. Okay, das bedeutet, wir werden auf jeden Fall mal gucken, ob wir den Tempel jetzt besuchen können. Das finde ich nämlich auch super interessant und spannend, was wir vielleicht in dem Tempel noch irgendwie so, ja, erfahren können. Irgendwas über unsere Geschichte oder so. Über Tomarang. Das finde ich sehr interessant. Fleißig arbeiten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, dass wir jetzt so viel schon entdecken konnten und bin sehr gespannt, was noch so kommt. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Abo dalassen, Like dalassen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Hallo, sie wollen zu